SpaceX founder Elon Musk says that the T-Mobile will be using the Starlink satellite. Second generation satellites will be able to broadcast direct to cell phones. Wenn es fortgeschrittene außerirdische Zivilisationen auf fernen Welten gibt, die durch Teleskope auf die Erde starren, wissen sie nicht, dass wir existieren. Abgesehen von einer Spur völlig künstlicher FCKW-Gase in unserer Atmosphäre, gibt es nur sehr wenige beobachtbare Beweise dafür, dass Menschen auf diesem Planeten existieren oder jemals existiert haben, wenn man sie aus der Ferne durch ein Teleskop betrachtet. Ändert die immer größer werdende Megakonstellation der Starlink-Satelliten von SpaceX etwas daran? Der Starlink-Satellit war eine der Errungenschaften, die durch die Gründung von SpaceX ermöglicht wurden. In einer Telefonkonferenz, in der es um diese Satelliten ging, erwähnte Elon Musk eine neue Funktion, mit der die Satelliten Signale in ferne Welten senden können. Welche Art von Signalen wird übertragen? Werden die Signale helfen, außerirdisches Leben zu entdecken? Erfahre mit uns, wie Elon Musk herausfand, dass seine Satelliten Signale in andere Welten übertragen. SpaceX, ein privates Raumfahrtunternehmen, hat den Starlink-Satellitendienst entwickelt, um abgelegenen und ländlichen Gebieten auf der ganzen Welt einen kostengünstigen Internetzugang zu ermöglichen. Seit 2019 hat SpaceX Starlink-Satelliten gestartet und im November 2022 befanden sich 3.271 Starlink-Satelliten in der Umlaufbahn, von denen 3.236 betriebsbereit sind und in der erdnahen Umlaufbahn schweben. Musk will bis zum Ende dieses Jahrzehnts über 40.000 Starlink-Satelliten starten, um die Internetverbindungen in allen Teilen der Welt zu verbessern. Jeder aktuelle Starlink-Satellit wiegt 260 Kilo und ist ungefähr so groß wie ein Tisch. Anstatt Internetdaten über Stromkabel zu senden, die physisch verlegt werden müssen, um entlegene Orte zu erreichen, funktioniert das Starlink-Internet, indem es Informationen durch den Weltraum schickt, wo sie sich 47% schneller als Glasfaserkabel bewegen. Das aktuelle Satelliten-Internet nutzt riesige Raumfahrzeuge, die in einer Umlaufbahn von 35.786 Kilometern über einem bestimmten Ort der Erde kreisen. Beim Senden und Empfangen von Daten in dieser Entfernung kommt es jedoch oft zu großen Zeitverzögerungen. Durch die größere Nähe zu unserem Planeten und die Vernetzung untereinander sollen die Starlink-Satelliten große Datenmengen schnell an jeden beliebigen Punkt der Erde übertragen, sogar über die Ozeane und an extrem schwer zugängliche Orte, an denen das Verlegen von Glasfaserkabeln zu teuer wäre. In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 erreichte die Downloadgeschwindigkeit von Starlink in den USA etwas mehr als 62 Megabit pro Sekunde, was für eine Handvoll Menschen ausreicht, um Videos zu schauen, Spiele herunterzuladen oder was auch immer sie im Internet tun wollen. Es wurde jedoch auch enthüllt, dass die Starlink-Satelliten nicht nur allen Menschen in allen Gebieten Internetzugang bieten, sondern auch fernen Zivilisationen im interstellaren Raum mitteilen, dass wir existieren. Es wurde auch vermutet, dass Elon Musks Starlink-Satellitensendungen dazu führen könnten, dass Außerirdische unseren Planeten als Objekt des Interesses wählen. Allerdings musste erst einmal bewiesen werden, dass das stimmt. Und das haben die Wissenschaftler getan. Die Idee stammt von Sasa Osmanow, einem Astronomieprofessor an der Freien Universität von Tiflis in Georgien. Er erklärte, dass die Verkörperung aller Starlink-Sonden dazu führen würde, dass sie zusammenkommen und eine riesige Megastruktur bilden, die das Radar einer außerirdischen Zivilisation aufspüren könnte. Osmanow hatte die elektrische Signatur von Starlink beobachtet und wie sie sich durch Übertragungen zu riesigen Interferometern in fernen außerirdischen Zivilisationen manifestieren würden. Er stellt die Hypothese auf, dass, da fortschrittliche Interferometer auf der Erde Aktivitäten von anderen Planeten aufspüren können, Zivilisationen aus fernen Welten, die über die gleiche oder sogar eine bessere Technologie verfügen, dasselbe mit Leichtigkeit erreichen könnten. Osmanow und seine Kollegen betrachten die wahrscheinlichen Beobachtungsmerkmale einer planetarischen Megastruktur, die einen erdähnlichen Planeten ganz oder teilweise bedeckt und sich in der bewohnbaren Zone befindet, was bedeutet, dass der entscheidende Wendepunkt gefunden werden muss, an dem die Starlink-Satelliten für einen entfernten Beobachter sichtbar werden. Bevor Osmanow und sein Team diese Idee vorschlugen, beschwerten sich einige Wissenschaftler und Astronomen über die Starlink-Satelliten und darüber, dass sie ihnen Probleme bereiteten und ihre Weltraumbeobachtungen erschwerten. Die Starlink-Satelliten kreisen in einer Höhe von etwa 55 Kilometern über der Erde.
In dieser Höhe sind sie mit bloßem Auge gut sichtbar und erfordern keine zusätzliche Ausrüstung wie ein Teleskop. Die Satelliten von Elon Musk ähneln am Nachthimmel oft einer Reihe von blendenden Lichtern oder einer Perlenkette, wenn sie über den Himmel ziehen. Nach dem Start sind sie bis zu 2 Tage lang besser zu sehen, bevor sie sich ihrer endgültigen Höhe in einer niedrigen Erdumlaufbahn von 342 Meilen nähern und weniger sichtbar werden. Da sie jedoch in dieser Region operieren, scheinen sie extrem hell zu leuchten und werden häufig bei ihrer Reise über den Nachthimmel beobachtet. Alles begann damit, dass der Astronom Cliff Johnson von der Northwestern University eine Beobachtung der Magellanschen Wolken machte. Die Magellanschen Wolken sind Galaxien, die von Astronomen untersucht werden, um zu erfahren, wie Sterne entstehen und was passiert, wenn 2 Galaxien zusammenstoßen. Er beobachtete diese sehr schwachen Zwerggalaxien mit einem Teleskop am Cerro Tololo Inter-American Observatory in Chile, als das seltsamste Ereignis während seiner Beobachtungen geschah. Johnson beobachtete, wie ein Streifen heller Objekte langsam die Webcam verdeckte, während er diese Galaxien aus der Ferne untersuchte. Innerhalb von 5 Minuten kreuzte eine Folge von 19 Satelliten in Johnsons Sichtfeld, die ihre Bahnen mit leuchtenden parallelen Markierungen kennzeichneten und ihren wissenschaftlichen Wert verringerten. Johnson und sein Team wussten schnell, wem die problematischen Satelliten gehören, denn Elon Musk hatte eine Woche zuvor 60 weitere Satelliten in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht. Johnson und seine Kollegen waren so unglücklich über dieses Szenario, dass sie die Beobachtungen zu diesem Zeitpunkt abbrechen mussten. Eine andere Astronomin, Johnsons Kollegin, die in dieser Nacht ebenfalls arbeitete, wurde jedoch wütend und machte sich auf Twitter Luft. Sie war erstaunt über die große Anzahl von Starlink-Satelliten, die das Sichtfeld ihres Teleskops kreuzten und ihre D-Cam-Aufnahmen erheblich beeinträchtigten. Zuvor waren Starlink-Satelliten in den Weltraum geschickt worden und Astronomen, die den Weltraum beobachteten, waren daran gewöhnt, dass Elon Musk-Satelliten gelegentlich einzeln ins Blickfeld kommen. Ihr Erscheinen beeinträchtigt die Beobachtungen nicht vollständig, aber es hinterlässt einige lang anhaltende Spuren. Es ist mühsam, sie digital aus dem endgültigen Bild zu entfernen, aber ein Streifen von 19 Satelliten im gleichen Moment auf dem Bild zu haben, auf dem man nicht vorbereitet war, ist ein Problem. Infolgedessen gingen etwa 15-20% des Bildes komplett verloren. Dennoch war Cliff Johnson die Situation egal, denn sie war bereits eingetreten. Er betrachtete den Schwarm vieler Satelliten als ein Omen, denn in naher Zukunft wird praktisch jede Teleskopbeobachtung, die nachts durchgeführt wird, ähnliche Satellitenschlieren enthalten. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, wird die Erdumlaufbahn bald von Zehntausenden von Satelliten bedeckt sein und damit die Zahl der etwa 9000 Sterne, die für das bloße menschliche Auge sichtbar sind, bei weitem übersteigen. Diese Befürchtung wird zur Realität, da immer mehr Satelliten gestartet werden. Derzeit befinden sich über 3271 Satelliten in der Umlaufbahn und weitere sind auf dem Weg. SpaceX hat von der Federal Communication Commission die Erlaubnis erhalten, 12.000 Satelliten zu starten, aber Musk drängt auf die Genehmigung, 30.000 weitere zu starten. Die Genehmigung ist jedoch noch nicht erteilt, da Raumfahrtsicherheitsexperten Bedenken über die Sicherheit der Raumfahrt haben. Elon Musks Starlink-Satelliten stehen ganz oben auf der Liste der möglichen Ursachen für Kollisionsgefahren in der Erdumlaufbahn. Einige Wissenschaftler und Astronomen sind auch besorgt über die Menge an Metall, die in der Erdatmosphäre verglühen wird, wenn alte Satelliten deorbiert werden, was zu unvorhergesehenen Veränderungen des Klimas auf der Erde führen könnte. Angesichts dieser Bedenken, die von Wissenschaftlern und Astronomen zahlreicher Organisationen geäußert wurden, hat sich die Internationale Astronomische Union in eine Erklärung an die Astronomische Gemeinschaft gewandt. Wir fordern, die Entwickler und Betreiber von Satellitenkonstellationen sowie die politischen Entscheidungsträger auf, mit der astronomischen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um die Auswirkungen von Satellitenkonstellationen zu analysieren und zu verstehen, heißt es in der Erklärung. Thomas Schildknecht, stellvertretender Direktor des Astronomischen Instituts der Universität Bern und Vertreter der Schweiz in der IAU, äußerte sich ebenfalls zu den vielen Satellitenpräsenzen im Weltraum. Er gab diese Erklärung auf der Weltraummüllkonferenz der Europäischen Weltraumorganisation ab und erklärte, dass die Union von der UNO verlangt, gegen die ungezügelte Verbreitung von Megakonstellationen im Weltraum einzuschreiten, um den reinen Nachthimmel, wie wir ihn schon immer gekannt haben, zu erhalten.
Elon Musk und sein Unternehmen SpaceX starten jedoch weiterhin Satelliten und so rief die Europäische Weltraumbehörde das private Raumfahrtunternehmen erneut wegen eines beinahe Zusammenstoßes zwischen ihrem Satelliten und einem von Musk Starlink-Satelliten auf den Plan. Die Agentur gab bekannt, dass sie ihren EOLA-Satelliten gezwungen hat, Präventivmaßnahmen zu ergreifen, um einen Zusammenstoß mit Starlink 44, einem der ersten 60 Satelliten der Megakonstellation, zu vermeiden. Die Europäische Weltraumorganisation sah sich zum Eingreifen gezwungen, nachdem sie vom US-Militär erfahren hatte, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes 1000-mal größer war als der Schwellenwert der ESA für die Durchführung eines Kollisionsvermeidungsmanövers. Hugh Lewis, Leiter der Astronautikforschungsgruppe an der Universität Southampton in Großbritannien und Europas führender Experte für Weltraummüll, hat ebenfalls seine Meinung geäußert und behauptet, dass die Starlink-Satelliten nach wie vor die wichtigste Quelle für Kollisionsgefahren im niedrigen Erdorbit sind. Lewis machte diese Ankündigung, nachdem er sich Messungen von Computermodellen angesehen hatte, die zeigten, dass die Starlink-Satelliten jede Woche an 1600 Interaktionen zwischen zwei Raumfahrzeugen beteiligt sind, die näher als 0,6 Meilen sind. Das macht etwa die Hälfte aller derartigen Ereignisse aus und der Anteil steigt mit jeder neuen Charge von Satelliten, die ins All gebracht werden. Wenn Elon Musk alle seine Satelliten ins All schickt, könnte es zu spät sein, etwas zu ändern. Ein weiterer Grund zur Besorgnis unter den Wissenschaftlern ist die Tatsache, dass der Starlink-Betreiber SpaceX, der gerade erst damit begonnen hat, Satelliten ins All zu bringen, zu einem völlig dominanten Akteur im erdnahen Orbit geworden ist, dessen Entscheidungen einen erheblichen Einfluss auf die Sicherheit aller Aktivitäten im erdnahen Orbit haben können. SpaceX hingegen hat angedeutet, dass es mit Organisationen und anderen Raumfahrtbehörden zusammenarbeiten wird, um die möglichen Auswirkungen seiner Megakonstellation zu begrenzen. Darüber hinaus hat sich das kommerzielle Raumfahrtunternehmen an Astronomen gewandt, um ihre Befürchtungen bezüglich der Auswirkungen des Starlink-Satelliten auf den Nachthimmel bei astronomischen Beobachtungen zu zerstreuen. Die Tatsache, dass das Unternehmen mit dem Starlink-Projekt sein Engagement für die Suche nach einem Weg in die Zukunft gezeigt hat, schmälert nicht die Bedeutung der Forschung, die andere Raumfahrtunternehmen betreiben. Als Ergebnis ihres Engagements hat SpaceX begonnen, ihren Worten Taten folgen zu lassen, wie zum Beispiel die kürzlich gestarteten Starlink-Satelliten-Sportvisiere. Die Sportvisiere für den Starlink-Satelliten sollen verhindern, dass Sonnenlicht auf die reflektierenden Teile fällt. Auch wenn SpaceX anfängt, Maßnahmen zu ergreifen, um die Satelliten aufzurüsten, würde das Sportvisier verhindern, dass alle Starlink-Satelliten zu einer riesigen Megastruktur verschmelzen, die es Außerirdischen ermöglichen könnte, uns zu entdecken? Die große Anzahl von Satelliten in Megakonstellationen von SpaceX und anderen kommerziellen Raumfahrtunternehmen wie OneWeb deutet jedoch darauf hin, dass es weiterhin zu Lichtverschmutzung und anderen Problemen kommen kann. Und Aktivisten haben die Regierungsbehörden aufgefordert, strengere Regeln aufzustellen. Sag uns deine Meinung dazu in den Kommentaren unten.